Sag mal, kann ich dir was anvertrauen? Ich bitte drum, schieß los. Ich hab's Gefühl, mir werden durchschnittliche Aufgaben zu groß. Wie meinst du das? Naja, mir fällt schwer, den Alltag gut zu meistern und mich für die Herausforderung des Lebens zu begeistern. Es gibt richtig viel zu tun bei mir. Zu Haus sieht's aus wie Sau. Auf meinem Schreibtisch stapelt sich der Scheiß und in die Spüle schau ich schon gar nicht mehr hinein, weil drinnen das Geschirr verkrustet. Nichts krieg ich gebacken, ich bin echt total gefrustet. Na gut, da hilft nur eines, Ärmel hochkrempeln und ran. Tja, das sollte ich, doch es gibt ja einen Grund, dass ich's nicht kann. Ich hab keinen Bock. Ich hab grad überhaupt keinen Bock. Hab zwar nichts Besseres zu tun, aber den Drang, mich auszuruhen. Es ist ganz seltsam, fast wie so eine Art mentaler Block. Ich hab überhaupt keinen Bock. Okay, ich höre, was du sagst, es klingt ein bisschen nach Gejammer. Jedes seines Glückes Schmied und was dir fehlt, ist nicht der Hammer. Nein, du hast sogar den Amboss. Die Voraussetzungen sind da, dir so richtig was zu schmieden. Glück etwa? Ich weiß es ja, aber trotzdem komme ich einfach nicht so richtig aus den Puschen. Niemand muss dich etwas pushen, muss dir sagen, hey, nicht kuschen vor den Aufgaben des Tages. Jemand muss dich motivieren, dich herausholen aus der Trägheit und dich schlicht mobilisieren. Ich hab halt so ein geiles Sofa. Davor muss dich jemand schützen und ich würde dich dabei auch wirklich gerne unterstützen. Doch ich hab keinen Bock. Ich hab echt überhaupt keinen Bock. Ich hab zwar Energie wie nie, mich stoppt bloß meine Lethargie. Du bist mein Freund, ich würd gern helfen, aber heute ist das nicht drin, weil ich völlig bocklos bin. Mensch, wir haben's beide echt nicht leicht. Und was ich daran so pervers find, ist, dass die Gesellschaft unseren Bockmangel nicht ernst nimmt. Bei Depression hat mittlerweile jeder längst kapiert, das ist eine Krankheit, aber ohne Bock wirst du stigmatisiert. Kann ich die Krankenkasse helfen? Denn wenn jemand zu viel frisst, zahlen die doch auch so ein Band im Magen, damit er nicht so hungrig ist. Irgend sowas bräuchte ich auch, künstlicher Bock aus PVC, der mir behutsam eingesetzt wird in einer schmerzlosen OP. Ein gleiches Recht für Bocklose, es muss etwas geschehen. Lass uns Schilder malen und damit gleich auf die Straße gehen. Nee.